Gott, ich habe ein bisschen Angst vor dem Video. Denn es geht um ein Riesenhaul. Ich war in Klein-Hogsdorf, ich war in Budapest. Ich war generell in meinem Urlaub ein bisschen shoppen, weniger als erwartet, aber ich war davor vor meinem Urlaub shoppen und in meinem Urlaub shoppen. Also, please, steinigt mich nicht. Aber ich habe extrem viel gekauft. Und ich muss ab jetzt wirklich, darf ich mir nichts mehr kaufen. Nichts mehr. Weil ich muss wirklich die Sachen, die ich jetzt habe, aufbrauchen und dann darf ich mir erst was nachkaufen. Wird ein bisschen hart werden. Außer ich kaufe mir dann Sachen nach, die ausgehen. Warte, Bett, schieß mich tot. Sowas auf jeden Fall. Aber ich muss mich wirklich dran halten. Und ich werde euch versuchen, Updates davon zu geben. Auf Instagram. Wenn ihr da mir nicht folgt, guckt es in der Infobox nach. Aber da bin ich auch oft live auch. Und wir fangen gleich lieber mal an, weil es wird ein ziemlich langes Video. Fangen wir auch gleich mal mit dem vom DM Müller. Ich mische das, ich gucke jetzt nicht so genau drauf. Steinigt es mich bitte nicht. Ja, ich fange mal an. Ich habe mir nämlich Backups von den Hydrogel-Augenpads gekauft, weil die waren reduziert um 95 Cent. Ich habe auch keine Rechnungen mehr, also wundert euch jetzt nicht. Ich habe wirklich keine einzige Rechnung, glaube ich, mehr. Steinigt mich nicht. Ich will einfach nur euch die Sachen zeigen, weil Haul-Videos kommen bei euch immer am besten an und ich habe wirklich diesmal extrem zugeschlagen, aber jetzt ist wieder eine Zeit lang Ruhe. Jetzt muss ich wieder ein bisschen was aufbauen, bevor ich mir wieder was nachkaufen darf und das muss ich wirklich durchhalten. Ich will das durchhalten, ich habe genug ausgegeben, muss ich sagen. Deswegen, ja. Aber ich will nicht irgendeinen Blödsinn hören, weil jeder gibt sein Geld für was aus, was er mag. Also, ja, andere kaufen es gegen den anderen Scheiß. So, nur dass mal das klargestellt wird, ja. Als allererstes habe ich die Maske hier und diese Hydrogel-Augenpads, weil die liebe ich. Ich habe die sogar meiner Schwester und meiner Nichte geschenkt, weil die mag ich extrem gern. Ich habe mir 4 Backups gekauft, weil die waren reduziert. Die Verpackung wurde einfach nur umgestellt und deswegen war die alte Verpackung reduziert. Ich bin verwirrt. Nochmal. Ich bin so verwirrt, Leute. Und ich bin so nervös. Ich habe mir noch die Glow Honey Hydrogel-Maske gekauft, weil ich habe die Gesichtspflege und das Peeling und deswegen wollte ich unbedingt die Maske haben. Und wenn die dann reduziert wird, kaufe ich sie mir nach, wenn sie gut ist. So. Dann habe ich noch eine Mundspülung von Terra Natura mir gekauft. Ich wollte die unbedingt probieren. Die geht nämlich ziemlich gut bei uns im Müller und ich wollte die unbedingt ausprobieren. Weil vielleicht kann ich ja wechseln auf Naturkosmetik. Ich meine, die Eigenmarke von Müller ist eh eigentlich unbedenklich, was man kaufen kann. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, wegen Tierversuche und so, weil die schauen auf das, das weiß ich. Aber die hat mich einfach interessiert. Die sieht so aus. Die ist nämlich ganz neu und die hat mich extrem interessiert. Die ist mit Pfefferminzöl, Bio-Salbei-Extrakt. Deswegen mal gucken, wie ich die finde. Dann habe ich mir eingebildet, einen Selbstbräuner zu kaufen. Ich wollte den eigentlich im Urlaub verwenden, bin aber nicht dazukommen. Das heißt, ich werde den jetzt demnächst ausprobieren. Wann, weiß ich noch nicht, aber jetzt bald. Ich habe mir nämlich den von Garnier gekauft, den man überall gesehen hat, da haben so viele Leute nach dem gefragt und deswegen wollte ich den unbedingt haben und ausprobieren. Und ich habe mir dann zusätzlich noch einen St. Moritz Selbstbräuner-Handschuh gekauft. Mal gucken, wie ich das finde. Weil der Handschuh geht eigentlich ziemlich gut aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Video wird ein Chaos. Dann habe ich Aftersun-Produkte gekauft fürs Gesicht, weil ich will keine Tuchmasken mehr machen, was normal sind. Klingt vielleicht jetzt die Ausrede, aber ich wollte einfach, weil ich dachte, ich gehe öfter schwimmen in meinem Urlaub, war jetzt nicht so, aber egal. Ich habe mir Aftersun-Gesichtsprodukte gekauft. Also dreimal hatte ich die, eine habe ich jetzt schon aufgebraucht von dir und die war so gut nach dem Sonnenbaden. Da war ich nämlich mit der Tanja schwimmen und da habe ich die aufgebraucht und die war so gut, Leute. Die gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Ich habe die mir um 1,95 reduziert beim Müller gekauft und 3 gab es bei uns leider nur noch und ich habe mir alle 3 genommen und die war echt gut. Ich bin froh, dass ich die 2 Backups noch habe. Noch an Tuchmasken und an Bullen von Aftersun habe ich mir von der Eigenmarke 2 Tuchmasken mitgenommen, weil die relativ günstig sind. Deswegen wollte ich sie auch unbedingt probieren. An Bullen habe ich mir noch gekauft. Die lege ich aber lieber da raus und haue ich nicht in den Einkaufskorb, weil sonst crash ich mir die an Bullen. 3 habe ich mir mitgenommen. Ich habe sie aber bis jetzt noch nicht probiert. So sehen die aus. Ihr wisst ja, ich bin ein Ampullen-Junkie und ich habe mir gedacht, ich probiere die mal, weil die von der Eigenmarke sind nicht teuer und da kann man nicht, finde ich, viel falsch machen. Dann habe ich eine Hydrogel-Aftersun-Maske von der Müller-Eigenmarke gekauft, von dieser Lavoson. Habe ich aber noch nicht probiert und eine Dekolleté und... Warte. Hydrogel-Maske, Dekolleté. Langsam sprechen. Ich bin nur nervös.
So sieht die aus. Habe ich aber auch noch nicht probiert. Ja, weil ich mir dachte, habe ich gehe öfter schwimmen. Aber jetzt habe ich auch meine Tage, also kann ich jetzt schwimmen vergessen. Weil ich habe sie immer so stark, dass bei mir kein OB hilft, falls jetzt jemand fragt, falls es jemand interessiert. Dann habe ich mir gekauft urviele Masken und diese Augendinger. Bei uns waren die so teuer. Die haben bei uns 1,25 eigentlich gekostet. Jetzt haben die den Preis verändert auf 95 Cent, so wie beim DM. Und ich habe auch irgendwo die goldene. Ich weiß nicht, ob ich die im letzten Video euch nicht gezeigt habe oder ob ich sie euch dann gleich zeige. Das werden wir gleich sehen. Ich habe mir nämlich bei Müller die pinke und die türkise gekauft. Und eigentlich, glaube ich, habe ich mir die lilane auch gekauft. Sehe ich nur jetzt nicht gerade, aber ja. Und bei Müller habe ich dann noch mehr Masken gekauft. Ich weiß, ich bin so ein Junkie. Eigentlich darf ich mir gar nichts mehr kaufen. Ich darf auch ab jetzt gar nichts mehr kaufen. Ich habe mir die Clear Peeling Maske gekauft. Ich will nämlich nur wissen, wie sie ist. Von Terra Naturi. Ich probiere immer noch Terra Naturi. Ich gebe es nicht auf. Von der Eigenmarke gibt es jetzt auch wieder eine neue Limited Edition. Die Strawberry Maske habe ich mir gleich dreimal mitgenommen, um sie zu probieren. Ich muss nämlich meine Masken umändern. Ich richte das ja immer her und ich muss das umändern. Ich will nämlich andere verwenden. Ich habe da noch eine Ampulle, sehe ich gerade. Ich will nämlich unbedingt andere Masken benutzen. Noch bis zum Jahresende. Weil ich richte mir das ja immer her. Und ich habe mehr welche hergerichtet, die ich dabei nicht verwenden will. Also richte ich mir andere her demnächst. Dann habe ich eine Zahncreme mir gekauft. Ich habe nämlich vor kurzem die Melone aufgebraucht. Und die gibt es aber nur im DM. Die gibt es bei Müller nicht. Und deswegen, die wollte ich nämlich unbedingt haben. Das ist die mit Zitrone, Grapefruit, Minze. Ich bin ein Opfer, wie man sieht. Dann habe ich mir Spülmittel gekauft beim DM. Habe ich ja auch schon lange nicht mehr mitgenommen. Das war das Peach Breeze. Hat mir meine Schwester gezeigt, weil sie gesagt hat, sie hat vor kurzem die auch gekauft. Deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. Da war ich mit meiner Schwester beim DM. Dann das Sweet Paradise. Habe ich mir auch mitgenommen. Dann habe ich da Ohrringe drin, die ich gar nicht tragen habe. Die, was aber urschön sind, was ich endlich mal tragen sollte. Ich wollte es euch eben mit dem Haul-Video zuerst zeigen. Da habe ich mir so Blätter gekauft. Beim Pimki war das. Da war ich mit der Mien, glaube ich, unterwegs. Weil da war nämlich eine Aktion drauf. Und die habe ich mir auch genommen. Die sind nämlich auch schön. Ja. Ich bin so ein Freak. Könnt ihr euch das nicht vorstellen? Ich bin schockiert über mich selbst. Wirklich schockiert. Ich habe mir dann zweimal noch diese Tuchmaske für die Augen mitgenommen. Die habe ich nämlich schon aufgebraucht. Und die ist so gut. Ich habe zwar eine Weile gebraucht, bis ich die auf meine Augen gekriegt habe, aber ich habe mich da gefühlt wie eine Superheldin. Und ich finde die auch geil, wenn man den Kühlschrank tut. Und ich habe gar nicht mehr so viele Augenprodukte. Aber ich liebe das ja ungern, wenn ich so vom Fernseher sitze und mir das drauf haue. Und heute spielt auch noch Sex in the City. Das heißt, ich kann mir heute wieder Augenmaske machen oder Tuchmaske oder so. Und deswegen... Die finde ich mega. Ich hoffe, die bleibt im Sortiment, weil die ist wirklich, wirklich gut. Dann habe ich mir... Oh, die habe ich gesucht. Meine Bodenwischtücher gekauft. Die habe ich gesucht vor kurzem, nicht Dumpfbacke. Einmal habe ich mir das Duschpeeling Wassermelone mitgenommen. Da war nur einmal. Ich finde die Verpackung viel cooler, weil so hat der Badezusatz auch ausgeschaut von der Melone-Reihe. Ich finde die Verpackung voll schön, obwohl die alte Verpackung ja auch schön war von dem Duschpeeling. Aber ich bin froh, dass es das wieder gibt und ich werde mir das auf jeden Fall bunkern. Aber ich werde es mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich habe mir dabei jetzt nur eins mitgenommen, weil ich nicht auswendig weiß, wie viel ich noch habe. Und deswegen werde ich mal die anderen alle aufbrauchen und dann mir die Melone nachkaufen. Wenn ich ein paar Sachen aufgebraucht habe. Wie gesagt, ich darf mir jetzt erst wieder was kaufen, wenn ich die anderen Sachen leer habe. Und das kann was werden. Meinen Augen-Make-up-Entferner habe ich mir nochmal nachgekauft. Ich habe eigentlich gedacht, ich schminke mich im Urlaub öfter. Nö. Aber ich habe jetzt wenigstens ein Backup. Früher hatte ich ja immer den von Hofer. Jetzt habe ich auf das Micellenwasser von Garnier gewechselt. Das habt ihr auch in ihm dann aufgebraucht. Wie du werdet ihr das sehen oder habt ihr das schon gesehen. Und ich mag den. Ich finde den richtig, richtig gut. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde den gut. Dann gab es ja so eine LE von Balea. Ich bin echt so ein Junkie. Wo ich mir die Haarkuren gekauft habe mit Melone, weil was ja auch sonst. Zweimal. Die mit Banane habe ich mir zweimal genommen. Ich bin froh, dass ich sie endlich verwenden kann.
Dann habe ich mir diese Tuchmasken auch für die Haare mitgenommen. Einmal die Kokos für den Ponytail. Einmal die Granatapfel. Ich finde die Verpackungen so schön davon. Und einmal die... Wie heißt das? Wie heißt denn die Frucht? Papaya. Ich bin so deppert. Und die Papaya. Ja, kommen wir zum nächsten. Ich war mit der lieben Tanja shoppen. Und da habe ich mir eine Tasche geleistet. Ich habe sie extra geholt, weil ich habe sie schon im kleinen Hawksdorf ganz stolz getragen. Ich habe mir eine reduzierte Lacoste-Tasche gekauft. Und so sieht das Baby aus. Ich bin so stolz drauf. Ich finde die so schön. Ich finde das GoGo auch so cool. Ich finde Lacoste-Taschen voll schön. Ich wollte eigentlich eine dunkelblaue haben, aber mir hat die besser gefallen, weil die viel kleiner war. Das Problem ist, die hat ein bisschen Dreck abbekommen, wie ich in kleinen Hawksdorf war. Ich weiß gar nicht, ob man es durch die Kamera sieht. Oh ja, da. Die ist ein bisschen schmutzig geworden, das heißt, ich muss sie waschen bzw. reinigen. Aber ich bin verliebt in diese Tasche. So, die habe ich mir nämlich beim Humanik gekauft. Hier habt ihr die Tasche dazu. Deswegen zeige ich euch das zuerst, weil sonst vergesse ich. Dann habe ich mir noch ein Oberteil gekauft. Beim New Yorker war das aber. Da war ich überhaupt nicht begeistert, aber ich fand die so unfreundlich, die dort war. So sieht das Oberteil aus. Habe ich mich extrem verliebt in das Rot. Es fängt wieder an, meine Rotphase. Es fängt wieder an. Ich habe mir auch vor kurzem ein Tallyway-Kleid gekauft. Was ihr aber in dem nächsten Budapest-Video sehen werdet. Ein Stückchen davon zumindest. Finde ich aber urschön, das Kleid. Wenn ich nur wüsste, wo ich weitermachen soll. So. Ich habe ja extrem gejammert, dass ich die Balea-Sachen nicht erwische von dieser Limitiden-Geschichte. Ich habe alles bekommen. Ich war mit der lieben Tanja im Gewerbepark und dort gab es alles fast. Außer dieses Deo, was ich gern hätte und noch ein paar andere Sachen. Aber ich zeige euch mal, was ich mir mitgenommen habe. Ich habe mir einmal das Trockenshampoo mitgenommen. Das ist so eine schöne LE wieder. Es gab ja schon mal so eine Rummelplatz-LE und ich finde die Sorten so geil, die es da diesmal gab. Ich bin richtig begeistert. Ich habe mir das Rasiergel dreimal mitgenommen sogar. Und einmal habe ich sogar schon im Badezimmer stehen, in der Badewanne. Und ich liebe es. Ich liebe dieses Teil. Das riecht sowas von genial. Das sieht so aus. Ich finde auch die Verpackung so schön. Also da bin ich ein extremes Opfer gewesen an Verpackung. Ich meine, schaut euch mal die Seife an von der LE. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen. Und es soll ja das Duschgel nach Zuckerschnute riechen. Aber die Seife... Ich freue mich schon darauf, die Sachen zu verwenden. Jetzt, wo ich sie euch endlich zeige, freue ich mich extrem drauf, euch die Sachen zu zeigen und dann sie endlich zu verwenden. Ich habe mir das Duschgel nämlich zweimal mitgenommen. Ich finde jetzt nicht, dass es nach Zuckerschnute riecht, weil es heißt Zuckerschnute. Es riecht nicht nach Zuckerschnute, aber ich finde trotzdem, dass es auch gut riecht. Und ich finde eher, dass es so nach Buttermilch, Zitrone riecht. Aber ich liebe es. Also ich liebe, 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 liebe dieses Duschgel und ich hoffe, ich erwische noch welche. Obwohl ich ja eigentlich gar nichts mehr kaufen dürfte, aber ich will das unbedingt noch bunkern. Bei den Limited Editions dürfte es eigentlich nicht meckern, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So. Die Rechnungen kann man vergessen, weil ich habe von allen nicht die Rechnungen. Dann habe ich eine Maske noch gekauft beim DM war das, glaube ich, mit der Tanja. Das sind nur so Blüten. Ich habe das aber uroft in anderen Videos gesehen. Ich habe auch die Melone noch irgendwo daheim. Ich muss mal schauen, dass ich die ganzen Sachen auch aufbrauche. Aber auf die freue ich mich auch schon. Die habe ich sogar noch öfter. Ich habe die, glaube ich, 4-mal oder so jetzt insgesamt. Ich habe aber jetzt nur 2, die ich euch zeigen kann. Ich muss auch noch Sachen holen. Vielleicht seht ihr die anderen beiden dann nochmal. Ich habe mir die nämlich nochmal 2-mal gekauft. Ich meine, die Verpackung schreit nach Shea, oder? Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Dann schon wieder Augenpads. Die habe ich mit der lieben Tanja beim DM gesehen. Und ich fand die Verpackung so süß. Und dann hat mich die Tanja angefixt und ich habe die auch mitgenommen. Ja, also Augenpads habe ich auch genug, würde ich sagen. Dann war ich ja beim Action auch mit der Tanja. Da habe ich auch wohl viele Sachen gekauft. Einmal was zu futtern. Ich mochte die von Action nämlich urgern damals. Die habe ich nämlich auch wohl viele gekauft früher. Ich habe aber leider nur die Sorte erwischt. Ich muss kurz an meinen Kaffee nippen. Ich muss unbedingt noch einkaufen gehen für mein Hundefutter. Ich habe nämlich keins mehr. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Ich habe noch unviele Sachen, die ich euch zeigen muss. Gold Lip Mask habe ich mir gekauft. Die habe ich bei der lieben Chiquita's Place. Ich hoffe, ich spreche deinen YouTube-Namen richtig aus.
Ich habe ja auch vor kurzem in einem YouTube-Video von ihr erzählt und sie hat mal die Maske herzeigt und ich wollte die unbedingt auch ausprobieren. Ich muss mir aber echt mal den Arsch aufreißen und meine Sachen mal aufbrauchen. Ich glaube, das werdet ihr 100 Mal jetzt in dem Video hören. Dann, das hat mich extrem interessiert, weil das ist riesengroß, wenn ihr da ein Wasserspray, was in einer Größe von einem normalen Deo ist, seht. Also, mein Fuck. Und ich wollte das unbedingt haben, nur habe ich nicht genau geschaut und es ist schon verwendet worden. Leider. Aber ich finde den Duft extrem geil und ich finde die Größe voll genial. Da sind 200 Milliliter drinnen. Ich meine, wie viele sind so normalerweise drin? 150. Urgenial. Habe ich mich extrem gefreut. Und ich bin eh so ein... Also vielleicht nehme ich mir das demnächst in die Arbeit mit. Weil ich eben so ein großes Deo in der Arbeit gut gebrauchen kann, würde ich sagen. Dann war ich böse und habe mir Duschschaum mitgenommen von Duschstars. Auch von Action ist das jetzt. Also das Deo, was ich da gerade gesehen habe, sind groß und das Lip Patch ist auch vom Action. Ja. So sieht der Duschschaum aus. Der riecht urgeil. Der riecht urgeil. Und ich habe das auch in kleinen Hocksdorf gesehen. Weil bei uns in Österreich gibt es die Duschschäume nicht, was ich weiß. Aber beim Action in Hocksdorf habe ich es gesehen. Aber ich hatte sie mir ja eh schon mitgenommen. Ich habe nämlich noch einen zweiten mitgenommen. Ich bin so ein Junkie, Alter. Exotic Feeling heißt der. Und da ist die Verpackung auch so schön. Und der riecht auch so gut. Ich weiß. Sagen wir lieber nichts dazu. Ich habe aber auch was Essbares gekauft. Eine Suppe habe ich schon gegessen, die war aber jetzt nicht so berauschend. Das war so eine dunkelrote davon. Das ist die, keine Ahnung, mit Gemüse, glaube ich. Habe ich mir auch genommen zum Probieren. Und einmal die mit Special Chicken. Jo. Dann, ich opfer, habe ich mir das Peeling jetzt doch noch in Kokos mitgenommen. Das war das letzte und ich habe da einen extremen Kaufrausch. Ich muss schauen, dass ich meine Sachen... Ich darf gar nicht... Nein, ich fange gar nicht davon an. Ich habe mir ein neues Peeling gekauft. Bleiben wir dabei. Das wollte ich mit der Tanja trinken und wir haben vergessen. Das war ist ein Durstlöscher von... Die Marke heißt Durstlöscher und ist ein Wassermelonengeschmack. Ich kann doch nicht mehr reden. So sieht das aus, wenn ich in den Kühlschrank gehe. Dann habe ich mir meine Kokosreinigungstücher gekauft. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Was soll man dazu sagen? Mein Backup-Kasten wird, glaube ich, explodieren. Und die haben mir die Verpackung neu gemacht. Das habe ich euch vor kurzem, glaube ich, eh auch erzählt. Und ich finde die neue Verpackung viel, viel schöner als die alte. Viel, 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 viel schöner. So, nächste Tüte ist leer. Dann habe ich noch Masken mitgenommen, weil man weiß ja nie. Und dann habe ich mir noch solche Badefitzers mitgenommen von Action. Mit Banane. Und ich habe mir zwei Sackerl mitgenommen, die haben nur 99 Cent gekostet. Und ich habe mir zwei davon mitgenommen. Und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich die Dinger finden soll. Da sind 5 Stück drinnen. Und ich habe beim ersten Mal habe ich 2 verwendet. Da habe ich mir gedacht, das war schon ein bisschen zu viel. Die lösen sich mir urschnell auf. Es ist halt nicht dieses Lush-Bade-Feeling, eh klar. Aber sie sind nicht schlecht. Aber ich bin mir noch immer nicht sicher, wie ich sie finden soll. Weil wenn man nur eine verwendet, was ich heute gemacht habe, war es irgendwie viel zu wenig. Kriege ich wieder Schluck auf. Wenn man aber 2 verwendet, ist mir das Gefühl gewesen, dass es zu viel war. Ich weiß nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Sie riechen urgeil. Sie riechen wirklich urgeil. Und ich weiß nicht, ob ich sie mir... Ich weiß nicht. Das war auch ein Jux. Ich meine, da steht Banane drauf. Kommen wir als nächstes zu den Budapest-Sachen. Ich glaube, darauf warten die meisten. Ich war ja eine Woche in Budapest, dazu kommt auch ein Video online, das könnt ihr dann hoffentlich bald auch in der Infobox finden. Wenn nicht, schaut gerne beim anderen Kanal vorbei. Ja, es war urschön dort und wir waren, in Budapest gibt es eben auch ein Rossmann, da waren wir auch. Ganz am Schluss erst von der Reise waren wir beim Rossmann, was eh auch gut war, weil ich die Sachen heimschleppen habe müssen, das war ein Horror. Ich habe mir ganz viele Duschgel gekauft, was auch sonst, aber ich war eigentlich relativ brav. Also wenn ihr da jetzt den Einkauf seht, ich kann mich nicht beschweren, ich war wirklich brav. Die Summe halt allein macht es halt aus, aber okay. Ich habe mir einmal das hier mitgenommen, also zweimal glaube ich sogar das hier mitgenommen, ja. Zweimal das hier, weil das halt auch so zitronig ist und das eher zu mir passt. Das riecht so geil. Das riecht wie diese gelben Nimm-2-Zuckerl. Boah, ich liebe das. Dann habe ich mir eine Tuchmaske mitgenommen, weil ich nur wissen wollte, wie die ist. Und es gab keine anderen leider. Ich hätte mir eine spannendere gewünscht, aber
Es gab keine andere und steht auch alles auf Ungarisch, glaube ich, drauf, aber ja. Dann habe ich mir ein Aloe Vera Gel gekauft, was ich urlieb, das habe ich vorher auf meine Haut auftragen und ich mag es extrem gerne und ich finde die Verpackung so schön. Das war ein Impulskauf, muss ich ehrlich sagen. Und Aloe Vera Gel braucht man eh. Dann habe ich noch eine Maske gekauft. Hyaluron Power, intensive Feuchtigkeit, belebend und bla bla bla. So sieht die aus. Bin gespannt, wann ich die verwende, weil die interessiert mich extrem. Ich habe die auch meiner Schwester, glaube ich, mitgebracht und der Lin mitgebracht und meiner Cousine mitgebracht. Also ich bin echt gespannt, wie die ist. Die anderen haben mich nicht interessiert. Ich fand eigentlich nur die von der Verpackung und von dem, was die machen sollte, eigentlich ansprechend. Da war ich ein bisschen enttäuscht, wie wir dort waren, aber ja. Es reicht. Es reicht wirklich. Dann habe ich zweimal das Joghurt und Fruit mitgenommen, was ganz anders riecht als das alte, was ich so gern mochte, aber es stört mich nicht. Das schaut urgeil aus. Die Verpackung habe ich mir zweimal auch mitgenommen. Und das riecht auch so geil. Ihr werdet das uroft hören. Es riecht anders als das von früher, aber ich mag es trotzdem ungern. Und die haben die Verpackung auch verändert. Ich finde die Verpackung voll schön. Ja, dann habe ich mir dreimal das Melone-Duschgel gekauft. Ich habe es gesehen. Es gab, glaube ich, nur noch 5 oder so und ich habe es mir dreimal mitgenommen. Ja, ich bin so ein Junkie. Duschgel Crazy Melon. Ja, der Einkauf ist crazy. Habe ich mir dreimal mitgenommen. Ich finde, der Duft ist so geil. Da könnte ich auch jetzt bald eins verwenden, weil ich habe eh 3. Würde ich jetzt mal meinen. Dann waren wir auch in einem Müller in Budapest noch. Dann ist das eh auch alles, was ich in Budapest gekauft habe. Da war ich eigentlich relativ brav, muss ich sagen. In Kleinhoxdorf nicht, aber das seht ihr gleich. Ja, es gibt dort eine Marke, die heißt Organic Shop. Und ich bin in der Auslage, habe ich nur so das so ein bisschen überflogen, weil das war dort aufgebaut in der Auslage. Aber im Geschäft habe ich mich verliebt. Und zwar sehen die Produkte so aus. Das ist ein Peeling und das ist eine Bodybutter. Die Bodybutter ist mit Banane, die heißt Banane. mit Banane und heißt Banana Milkshake. So, ihr seht, ich bin urhyper am Hyperventilieren heute. So sieht die aus. Und die riecht, ich will sie jetzt nicht aufmachen, aber die riecht so geil. Ich habe mich so verliebt in die und deswegen musste ich die unbedingt mitnehmen. Wie das Peeling, was ja, das ist ein riesen Bottich gewesen. Ich weiß gar nicht, wie teuer das war. Ich glaube, das war nämlich gar nicht so günstig. Ich muss die Rechnung aufheben, dann rechne ich das vielleicht um. Aber da steht auch noch Don't Eat Me drauf. Das finde ich so geil. Das schaut aus wie Marillen oder Erdbeer, nicht Marillen, Erdbeermarmelade schaut das aus. Und das ist das Sugar Body Scrub Pomegranate, glaube ich, spricht man das aus, oder? Also, Granatapfel. Sugar, so wie. Ich habe mich so verliebt in die Produkte. So verliebt in die Produkte. Ich habe es noch nicht verwendet, aber ich bin gespannt, wie die Sachen sind. Extrem gespannt, wie die Sachen sind. Das war jetzt mal das von Budapest. Dann habe ich hier noch ein gemischtes Sackerl, wo ich einmal die Zahncreme von Shine On drinnen habe. Weil ich die mir nochmal nachgekauft habe, dann habe ich hier Socken. Da war ich mit der Tanja sogar noch unterwegs. Einmal die Avocado, einmal die Sushi und einmal die Pac-Man. Die haben wir daher. Dann habe ich mir ganz, ganz oft mein heißgeliebtes Peeling gekauft, was ja leider reduziert ist und aus dem Sortiment leider geht. Ich habe ja gesagt, ich warte darauf, bis es reduziert wird und dann kaufe ich mir alle, die wir haben. Wir hatten, glaube ich, nur 5. Eins habe ich schon im Badezimmer stehen. Das ist dieses Kaffee und Kokos Body Scrub. Ich habe mir das wirklich 5-mal gekauft. Und eines ist, wie gesagt, im Badezimmer. Richtig gestört. Dann habe ich hier, das habe ich von der Tanja geschenkt bekommen. Coco Loco. Was ist das? Es riecht so geil. Ich muss sie aber nochmal fragen, was das ist. Weil ich weiß es schon wieder nicht mehr, aber das ist eh nichts Neues, sie ist eh schon gewohnt von mir. Der Haul wird so unerträglich zum Schneiden werden. Ich habe ja gesagt, ich habe sehr übertrieben, auch mit Maskenmäßig und ich habe schon wieder Hunger, weil mein Magen rebelliert da gerade. Ich habe mir auch die Augenpads im Blau und in Gold gekauft, das war aber beim DM, weil sie da noch 95 Cent kostet haben beim DM und bei Müller noch nicht. Aber ja. Die Lilanen habe ich mir jetzt doch nicht gekauft, aber umso besser. Ich habe jetzt genug. So, die sollen ja so gut sein. Jeder redet von denen.
Dann war reduziert und ich habe ja gesagt, dass ich mir die kaufen werde, wenn sie reduziert ist. Ich glaube, ich warte ab jetzt nur noch auf die Sachen, wenn sie reduziert sind. Die Kaffeemaske habe ich mir gekauft. Die Kollegin hat eben komisch geschaut, wie ich mir alle zur Kasse gelegt habe. Aber ich finde die Terra Naturi Sachen, es ist so eine Hassliebe zwischen mir und zwischen Terra Naturi, aber die Maske und das Peeling, was ich mir da gekauft habe, sind die zwei Lieblingsprodukte von mir. Und beides ist leider limitiert und 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 habe ich mir gekauft. Toll! Dann habe ich noch von Balea ein paar Masken. Ich habe mir zweimal die Peach Ice Tea gekauft, die was limitiert ist. Dann die Melone-Maske und nochmal zweimal die Schokomaske, weil ich die gebunkert habe. Ich habe in meiner ganzen Wohnung lauter Tüten verteilt. Ich zeige euch jetzt noch Sachen, die ich noch gekauft habe. Ich habe mir nochmal so Einlagen für meine Schuhe gekauft. Die knall ich aber jetzt daher. So Söckchen für die Arbeit. Obwohl ich ja im Urlaub bin, aber ich habe sie mir trotzdem gekauft. Dann noch eine Seife Mediterran Feeling, weil die hatte ich glaube ich noch nicht von Aveo, die habe ich mir auch gekauft. Und die Olive Shea Butter. Auf die bin ich nämlich extrem gespannt, wie die ist von Aveo. Ja. Dann, weil das ja noch nicht reicht, war ich einmal, habe ich früher ausgehabt und war dann auch shoppen und habe mir die, ich darf nicht so viel rascheln, die Reinigungstücher gebunkert, weil die da reduziert waren. Ich habe mir da ur viele gekauft. Ihr müsst euch wirklich denken in dem Video, ich habe einen Knall. Da sind noch einmal drei. Ich würde das jetzt auch gar nicht schneiden, damit ihr wisst, wie viele das sind. Und dann nochmal zwei. Oh mein Gott. Dann habe ich noch zwei Sachen. Ich war auch dann an dem Tag auch in dem Taco drüben. Und habe mir aber noch bei Müller das Pinselset gekauft. Dieses Tentacle Spect bla bla bla. Hier ist es. Das sind diese Pinsel, die in der limitierten Edition waren. Ich kann sie euch zwar nicht genau zeigen, oder doch, oder nicht, oder doch, oder nicht. Ja. So sieht einer aus davon. Die sind mega, mega weich und die waren noch gar nicht teuer und deswegen habe ich es mir eingebildet. Ich kann euch mal hinten auf der Verpackung, weil ich will jetzt nicht alle einzeln auspacken, weil das wird einfach zu lang dauern. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Es sind die beiden drinnen, die beiden und die beiden. Und mir haben die Essence viel, viel besser gefallen als die Catrice, weil das sind nämlich die Essence-limitierten Pinsel. Und die haben mir viel, viel besser gefallen als die Catrice. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Ich bin so schockiert. Dann habe ich, und ich bin noch nicht mal fertig, habe dann noch die kleinen Hogstorf-Sachen. Dann habe ich mir einen Einteiler gekauft beim Taco. Sieht so aus. Ich kann aber euch auch ein Tragebild einblenden. Habe ich nämlich extra gemacht, weil ich finde, das schaut gar nicht so scheiße aus. Ja. Ich freue mich, dass ich das anziehen kann. Ich wollte das eigentlich mit dem Urlaub nehmen und habe vergessen. Also ich wollte das mit nach Budapest mitnehmen und habe vergessen. Kommen wir zum kleinen Hogstorf Hall. Das schlägt, glaube ich, alles. Ich habe da gar keinen Platz mehr in dem Einkaufskorb. Ich habe mir eine Kerze gekauft. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich habe mir eine Kerze gekauft. Apple Pie heißt die. Die war nämlich reduziert beim Supermarkt in kleinen Hogstorf. Und die riecht so geil nach Weihnachten. Ich freue mich gar nicht auf Weihnachten, aber sie riecht wenigstens geil nach Weihnachten. Dann waren wir in der Drogerie drinnen, wo ich so gerne reingehe. Ja, und ich bin eskaliert mit Duschgelen. Schon wieder. Als hätten die von Isana nicht gereicht. Wenn ich nicht nur die von Isana gekauft hätte, wäre ich diesen Monat gar nicht so böse gewesen mit Duschgelen. Aber ja. Ich habe einmal ein Dermacol-Duschgel, welche, die Marke gibt es ja nur in kleinen Hogstorf oder Serbien, was ich weiß, das Pink Grapefruit-Duschgel gekauft. Das riecht so geil nach Sommer. Dann habe ich mir das Aprikose und Melone gekauft. Dann das Macadamia Trüffel, das riecht urgeil, das hat mir die Min zeigt. Wie mir das die Min zeigt hat, habe ich mir das sofort auch genommen. Die war viel braver. Ich glaube, sie hat nur drei mitgenommen. Ich habe gleich vier oder fünf mitgenommen. Vier. Von den Dermacol. Bin noch nicht fertig.
Dann habe ich mir das Black Sherry mitgenommen, weil das so geil riecht wie ein Lipgloss, den wir damals hatten als Kind. Weil das nicht reicht, in Budapest habe ich sie extra nicht mitgenommen. Ihr könnt euch doch noch sicher erinnern an diese Butter-Duschgele, also Body-Butter-Duschgele. Ja, in Budapest war ich so brav, habe sie nicht mitgenommen. In Kleinhagsdorf war ich nicht so brav. Tja, weil wir da das Auto hatten und deswegen war ich da nicht so brav. Ich habe mir das Coconut Joy wieder mitgenommen. Ich liebe das einfach. Und ich bin so froh, dass ich die wieder habe, weil die sind immer so abgegangen. Das Minze gab es nicht, aber es gab wenigstens die drei. Und ach, ich habe mir das Schoko Passion wieder nachgekauft. Boah, das riecht so genial. Dann, das hatte ich noch nie, dieses Berry Delight habe ich mir auch mitgenommen. Es gab noch das Vanille, aber das habe ich mir jetzt nicht mitgenommen. Das riecht auch so gut, das Berry. Und mein absolutes Liebling, nach den Mint natürlich, war das Coconut. Und das habe ich mir auch mitgenommen. Da habe ich ja damals in dem aufgebrauchten Video gejammert, wie ich das leer gemacht habe. Und jetzt habe ich es wieder. Yay. Dann habe ich mir noch zwei Seifen mitgenommen, weil die waren viel, viel günstiger, als wenn ich mir die Nachfüllung gekauft hätte. Obwohl ich die Nachfüllung lieber gehabt hätte, sage ich euch ehrlich, wegen der Müllproduktion. Aber die wäre viel zu teuer gewesen. Ich glaube, die haben nur... Warte, also steht gar nicht auf Euro da. Scheiße. Ich glaube, 1 Euro, 2,50 Euro, sowas. 2,50 Euro, glaube ich. Und die Nachfüllung hätte aber... Naja, eigentlich wäre ich mit der Nachfüllung trotzdem besser dran gewesen, wenn ich jetzt so überlege. Wenn ich mir nur eine mitgenommen hätte. Weil ich habe die Seife geliebt. Die Mina hat das letzte Duschgel genommen, weil es gab von dem, das ist übrigens dieses Belgien-Chocolate-Teil, wovon ich rede. Das habe ich ja so geliebt und die Seife ist so geil, das Duschgel ist so geil, das Peeling war urgeil. Das Peeling habe ich komplett vergessen, dass ich nachschaue dort, ich Trottel. Ja, aber ich habe zweimal die Seife. Und die Mina hat das Duschgel, weil ich wollte der Mina das Duschgel lassen, weil, ja... Mein Gott, ich habe eh die anderen. Ich habe dafür 4 andere, also ja. Und dafür habe ich mir die Seife dann genommen. Wie ich die gesehen habe. Ein Sackerl haben wir noch, dann haben wir es geschafft. Ich habe mir 2 Freeman-Tuchmasken gekauft. Die haben leider die Creme-Masken nicht mehr einzeln, so als Sachets. Leider. Finde ich urtraurig, dass sie die nicht mehr haben. Wirklich traurig. Dafür haben sie jetzt neue Tuchmasken und ich glaube, die habe ich auf Instagram und Facebook schon gesehen und deswegen habe ich die mir zweimal mitgenommen zum Probieren. Eigentlich habe ich Gott sei Dank nur noch 2 Sachen. Gott sei Dank, oder? Ich kann nicht mehr. Und das Wegräumen wird die Hölle werden. Ich habe Hundesachen auch gekauft. Warum ich das jetzt da in dem Sackerl habe, weiß ich nicht. Ich habe ein Aloe Vera Shampoo für den Spookineta mitgenommen von Tschechien. Ein Ölspray habe ich auch mitgenommen, den habe ich aber da jetzt nicht. Komischerweise in meine Ampulle ist geflogen. Und dann habe ich noch 2 Klamottensachen mir gekauft. In den habe ich mich verliebt und den musste ich mitnehmen. Ich habe mir einen Schal gekauft mit roségoldenen Rosen drauf. Der ist weiß und die Rosen sind so roségold. Ich fand den so schön. Den musste ich mitnehmen. Den fand ich so schön in meinen... Ich weiß nicht, ob ihr da eine Rose jetzt seht, aber oder da, oder? Oder wenn ich es umdrehe, habt ihr da in der Mitte die Rose. So schön, unglaublich. Musste ich mitnehmen. War ja eh klar. Hat nur 5 Euro gekostet, war jetzt nicht so schlimm. Dann bei den Chinesen habe ich auch was entdeckt. Und zuerst wollte ich eigentlich nichts kaufen dort. Habe mich aber dann umentschieden, weil ich diesen Pullover gesehen habe. Und jetzt haltet euch fest. Haltet euch fest. Nimmt die Kamera das natürlich jetzt. Schaut euch das an. Ich habe mich so in diesen Pullover verliebt. Ich meine, jetzt ist es natürlich noch viel zu heiß, um den zu tragen. Aber ich habe mich so verliebt, weil die Blumen da so schön ausschauen und die Steinchen. Ich werde den auch nur mit der Hand waschen. Auf gar keinen Fall in der Waschmaschine. Weil guckt euch den an, wie schön der ist. Und die Blumen sind nämlich auch so... dran gestickt, seht ihr das? Ich finde den so schön. Sie wollte nämlich am Anfang 20 Euro haben für den Pulli und ich habe sie auf 13 Euro runtergehandelt. Ich finde den so schön, der ist so schön weich. Und ich muss echt aufpassen, dass mir halt die Steinchen nicht runtergehen und die Blumen und so nicht runtergehen. Ich bin echt heikel auf den. Weil der hat extrem viele Steinchen und 3 Blumen drauf. Ich habe mich verliebt in diesen Pullover. Ich finde ja das auch so schön und das habe ich ja auch in der Waschmaschine gewaschen, da haben sich die Blumen da oben ja, also die Blätter verfärbt.
Und der ist so schön. Und ich will den auf gar keinen Fall in der Waschmaschine waschen. Ich habe mich so verliebt in den Pullover. Der ist so, so schön. Und die Blumen, wenn ihr euch das ganz nah mal gebt, schaut sich das an, wie schön der ist. Ach, ich bin so verliebt in den. Ich habe den nämlich von Weitem so gesehen und habe so gedacht, oh, ist der schön. Und dann, nein, du willst nicht bei den Chinesen was kaufen, die handeln eh so blöd. Ich konnte aber bei denen nicht vorbeigehen. Ich hätte mich, glaube ich, geärgert, wenn ich den nicht mitgenommen hätte. Das war mein letztes Geld, was ich eingesteckt gehabt habe. Weil wir waren essen und so. Und da habe ich auch was zahlt und so. Aber den musste ich einfach mitnehmen. Der hat nach mir brüllt. Also der ist so, so schön. Ich bin auf den extrem heikel. Ich glaube, der würde meiner Mama auch gut gefallen, wenn ich ihr den zeigen könnte. Ich glaube, ihr würde da auch gut gefallen. Ja. Ich bin ganz happy mit den ganzen Sachen, obwohl ich wirklich übertrieben habe. Ich habe wirklich übertrieben und ich muss mir echt jetzt mal eine Grenze setzen und darf mir dabei nichts kaufen. Ich darf wirklich dabei nichts mehr kaufen, weil es ist wirklich zu viel. Es ist zu viel. Ich habe den ganzen Einkaufskorb, also den ganzen Wäschekorb voll. Ja, no comment würde ich sagen. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich bin ganz, ganz happy über meine Sachen. Egal, was andere davon halten, denken oder sonst irgendwas. Ich bin ganz, ganz stolz, dass ich... Also auf manche Sachen bin ich einfach so, so stolz, dass ich die wieder habe. Meine Peeling von Terra Naturi. Die ganzen Masken. Ich bin happy drüber. Und ich glaube, wenn ich glücklich bin, dann können sie auch darüber nichts Negatives sagen, oder? Ja, es hätte natürlich nicht so viel sein müssen. Jetzt schreibt man da wieder mehr. Es hätte natürlich nicht so viel sein müssen, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Aber über jedes einzelne drum freue ich mich extrem. Und besonders über die Sachen von Budapest und von Klein Hoxdorf, weil das zwei Sachen sind, wo ich nie wieder hinkomme vielleicht. Besonders wenn dann wieder der Lockdown ist, also... Ja, ich bin happy über die Sachen. Ganz, ganz happy. Besonders happy über diesen wunderschönen Pullover, wo wir überhaupt gar nicht streiten brauchen drüber. Das ist wunderschön. Ich werde die Sachen aber so... Ich kann gar nicht mehr reden, so hyperventilieren tue ich. Ich werde den aber wirklich nur noch dann per Hand waschen. Ganz, ganz sanft bei Handwaschen, weil ich nicht will, dass diese Steinchen oder so runtergehen. Vielleicht werde ich den auch auf der Weihnachtsfeier dran, auf der kommenden, mal gucken. Das dauert eh noch eine Weile. Weil ich will den gar nicht so viel antatschen oder sonst was. Ich bin echt heikel auf den. Ja. Aber ich bin froh über die ganzen Sachen. Ich meine, die Reinigungstücher waren ein bisschen übertrieben, aber die waren in Aktion. Und ja. Ich bin gespannt, wo ich die Sachen überhaupt hinräume. Aber was soll's. Könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Haul-Video findet. Das ist sicher urlang schon. Aber ja, ich bin happy mit jedes einzelne drum. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!